Aufgabe B 1.5. Die Rauten A3, B3, C3, D3 und A4, B4, C4, D4 sind Quadrate. Ermitteln Sie durch Rechnung die Koordinaten der Punkte A3 und A4. Runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Aufpassen, runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. So, diese Rauten sind jetzt also auch gleichzeitig Quadrate. Müssen wir uns wieder die Eigenschaften der Quadrate ins Gedächtnis rufen oder wir schauen auf Seite 32 der Formelsammlung nach. Da heißt es, die Diagonalen sind gleich lang. Gut, über die Diagonalen der Rauten weiß ich ja schon was. Nämlich ich weiß, die Länge von B nach D sind 5 Längeneinheiten. Außerdem weiß ich, die Strecke ANCN hat die Formel 0,25x² minus x plus 2,25 Längeneinheiten. So, im Quadrat sind die beiden Diagonalen gleich lang, also setze ich die beiden Größen einfach gleich, indem ich sage, 5 ist gleich 0,25x² minus x plus 2,25. So, das war jetzt wieder lösbar, zum Beispiel mit Hilfe des Solvers. Wir haben aber eine quadratische Gleichung, deswegen den Grafiksolver benutzen, um beide Lösungen rauszubekommen. Oder man geht wieder über die Kalkfunktion und mit Hilfe von Intersect bekommt man beide Lösungen raus, wenn man für y1 gleich 5 und für y2 gleich 0,25x² minus x plus 2,25 eingibt. So, wir formen aber wieder um mit minus 5. Dann haben wir 0 ist gleich 0,25x² minus x minus 2,75. Das wäre jetzt übrigens auch wieder in den Taschenrechner eingebbar. Man könnte es zum Beispiel mit Hilfe von Tool PODI 2 lösen. Wir gehen aber mit Hilfe der Lösungsformel vor. Wir haben hier wieder unser ax² plus bx plus c ist gleich 0. So, und dann erhalten wir für uns x1, ja, berechnen erst die Diskriminante, d ist gleich b² minus 4 mal a mal c, setzen wir ein, b ist, hier haben wir jetzt stehen minus x, da jetzt hier keine Zahl dazwischen steht, ist es automatisch die 1, also minus 1² minus 4 mal a ist 0,25. Und c ist minus 2,75. Das geben wir in den Taschenrechner ein. Und erhalten einen Wert von 3,75. Das heißt, die Diskriminante ist positiv, größer als 0. Daraus folgt, es gibt auf jeden Fall zwei Lösungen. Lösung 1 berechnet sich aus b plus der Wurzel der Diskriminante geteilt durch 2a. Setzen wir ein, minus b, ja, b war das minus 1, also in dem Fall. Dann schreibe ich es einmal aus, minus minus 1 plus die Wurzel
aus 3,75 geteilt durch 2 mal 0,25. Das gibt man wiederum in den Taschenrechner ein. Und erhält dann einen Wert von ungefähr 5,87. Aufpassen auf 2 Dezimalen runden. So, x2 lässt sich berechnen aus minus b minus die Wurzel der Diskriminante geteilt durch 2a ist gleich minus minus 1, schreibe es gleich vereinfacht. Also plus 1 minus Wurzel aus 3,75 geteilt durch 2 mal a. Moment. Und a waren die 0,25. Und es ist gleich 1,87. Wir sind aber noch nicht am Ende. Hier heißt es nämlich, ermitteln Sie der Rechnung die Koordinaten der Punkte A3 und A4. Also es reicht nicht nur, dass ich den x-Wert berechne, ich brauche die kompletten Koordinaten. Schreibe ich nochmal die Koordinaten von AN allgemein auf. Das waren x und das auf der Parabel liegt, minus 0,25x Quadrat plus 0,5x plus 2,75. So, für mein erstes x habe ich 5,87 rausbekommen. Also setze ich überall die 5,87 ein. Minus 0,25x Quadrat, also Moment. X wird hier ersetzt, also 5,87 Quadrat plus 0,5 mal 5,87 plus 2,75. Und das ergibt dann für A3 die Koordinaten 5,87 Strich minus 2,93. Für A4 das gleiche Spiel. Wir setzen jetzt für x die minus 1,87 ein, also heißt minus 0,25 mal minus 1,87 Quadrat. Aufpassen, die Klammer nicht vergessen. Plus 0,5 mal minus 1,87 plus 2,75. Und da folgt dann für A4 minus 1,87 und 0,94. Sollte übrigens A3 und A4 vertauscht sein, ist überhaupt kein Problem, macht gar nichts aus.